Nein, er wurde getroffen. Nein. Nicht noch der Letzte. Das kann doch nicht wahr sein. Wir schauen uns heute mal die traurigste Zombie-Minecraft-Animation an. Leute, es wird sehr, sehr traurig. Lasst doch gerne, wenn ihr möchtet, einen Like da. Dann startet der Montag bestimmt richtig gut. Wir sehen, der Ball fliegt nach oben. Was ist euer Lieblingsmob? Schreibt mal euer Lieblingsmob in die Kommentare. Und wenn ihr weitere Minecraft-Reaktionen sehen möchtet, checkt gerne meinen zweiten Kanal ab, CPad. Da werde ich Minecraft-Animationen, Reaktionen und so weiter hochladen. In der Beschreibung verlinkt. Und jetzt geht's hier weiter, Leute. Wir sehen, hier ist ein Zombie, der auf den Dach... Der ist aufs Dach geklettert, unser Zombie, und sieht jetzt Skelette auf die zukommen. Und die haben auf jeden Fall ein Baby. Wir sehen, das ist die Familie Zombie. LOL! Die Mutter gibt dem Baby-Zombie diese Kette und packt sie in den Busch rein. Oh, was passiert jetzt hier? Er haust einfach kaputt. Was? Was? Was sind das für Skelette? Nein, nein, das kann doch nicht wahr sein, als ob der einfach die Katze isst. Okay, und dieser Baby-Zombie schleicht sich jetzt zum Fenster, guckt da durch. Was macht der? Der isst einfach die Mutter auf. Dieses doofe Skelett. Das kann doch nicht der Ernst sein, nein. Und der Arme weint einfach. Da bekommt man ja richtig Mitleid mit den Zombies. Und der Papa wird einfach zerhauen vom Zombie. Das kann doch nicht wahr sein. Was ist denn los mit den Skeletten? Nein! Ich meine, Zombie ist doch auch ein Monster. Warum sind die nicht eigentlich befreundet, so unter Monster-Buddies? So Skelettmonster, Zombie-Monster. Oh, jetzt, oh nein, es kommt noch ein Wolf. Nein, jetzt rennt er... Nein, er rennt einfach vor diesem Wolf weg. Als könnte es nicht noch schlimmer kommen. Oh Gott, er hat nur diesen Schlüssel von der Mutter. Oh Gott, ey, wie tragisch wird das hier noch? Wie schlimm wird das hier noch? Oh, er hat langsam Hunger. Langsam... Oh lol, dieser Wolf ist in der Falle getreten. Oh, wird er jetzt helfen oder nicht? Er hat ihn erstmal gejagt. Und... Oh, jetzt sind die auf einmal Freunde, oder was? Oh, die sind auf einmal Freunde. Wie die besten Buddies. Der Wolf und unser Zombie. Und er bringt ihnen was zu essen als Dankeschön. Wie nett ist das denn? Alter Schwede. Und jetzt gehen sie gemeinsam durch die Welt. Und da sind sie. Das sind die zwei Skelette, die die Eltern angegriffen haben. Oh Gott. Jetzt kloppen die. Jetzt kloppen die sich. Oh Gott, hau sie kaputt. Oh nein, jetzt kommt er von hinten. Er kommt von hinten. Wolf, tu doch was. Warum macht der Wolf nichts? Oh, was passiert jetzt hier? Ach, das ist wahrscheinlich so ein Throwback. So ein, er muss sich an die alten Zeiten zurückerinnern, als er mit seinem Papa Fahrrad gefahren ist. Oh, wie traurig, ey. Oh, Leute. Und jetzt sehen wir... Nein, das wirst du mir nicht antun. Jetzt haut er ihn kaputt, oder was? Oh, oh. Okay, das war krass. Das hätte ich nicht erwartet. Also, unser Wolfi ist auf jeden Fall ein ganz netter. Oh, und jetzt sieht er die Eltern. Er sieht die Eltern als Geister. Und sie sind sehr stolz auf ihn. Oh Gott, ey. Wie traurig ist denn diese Animation, Freunde? Wie traurig ist denn bitteschön diese Animation? Oh Gott. Und jetzt spielt er ein bisschen mit der Frisbee. Hä, wer ist denn das jetzt? Hä, sind das die neuen Eltern? Hä, und der Hundi sieht auch voll. Der sieht irgendwie ganz anders aus jetzt, ne? Okay, er geht rein. Und er stürzt sich einfach an die Tür, okay? Und es wird nachts. Alter Schwede. Aber was ist denn mit dem Wolf? Ach, der wird in der Nacht... Nee, ich dachte schon, der wird in der Nacht irgendwie böse. Oh, da kommen jetzt Zombie-Piglins. Oh nein, er hört den Hund bellen. Oh nein. Dem Hund ist was passiert. Nein, bitte nicht. Nein. Der Hundi. Der arme Wolf. Nein, der Nächste, dem was passiert ist, er ist gestorben, oder? Diese doofen Zombie-Piglins. Nein! Wenn man denkt, es kann nicht mehr schlimmer kommen, dann sieht man das hier, Leute. Nicht der Hundi. Und ich denke mal, das sind die Gasteltern. Auch ein Foto mit dem Hundi. Oh, Leute, das ist so traurig, ne? Erst verliert er seine ersten Eltern, dann verliert er seinen Hundi.
Oh Gott, ey, da kann man doch nur traurig werden, oder? Oh nein, und was ist jetzt? Was? Ich verstehe nicht, sind das die Gasteltern oder welche Eltern sind das jetzt? Was ist das jetzt? Nein, das kann nicht wahr sein, als ob er jetzt noch die Gasteltern verliert. Als ob. Nein, bitte, bitte, ich bete, dass es nicht passiert. Als ob, er verliert einfach noch die Mutter. Ey, wollt ihr mich veräppeln? Diese doofen Zombie-Piglins. Ich glaube es wirklich nicht. Jetzt ist die Mutter einfach neben dem Hundi noch. Hä, aber ist das jetzt der ursprüngliche Vater oder wer ist das? Oh, er will, glaube ich, Rache nehmen. Wollen die jetzt so eine Art Sicherheitsmechanismen aufbauen? LOL! Die bauen jetzt einfach mal eine fette Burg ums Haus herum. Man sieht aber, dass die genau diese Obsidianburg auf die Grabsteine bauen. Okay, ein paar Holzplanken packen die auf vor den Fenstern. Also jetzt soll wirklich alles sicher sein. LOL. Ein Diamantschwert und ein Holzschwert. Oh, er bekommt ein... Was ist das für ein Schwert? Ein Eisendiamantschwert? Sieht irgendwie aus wie so ein Diamantschwert und Eisen so in einem. Oh, jetzt kommen die nächsten Monster. Wie kann das denn sein? Die haben doch gerade eine Burg erst drumherum gebaut. Warum nimmt er das Diamantschwert nicht mit? Nein. Die haben es geschafft, irgendwie einzubrechen. Da ist sogar ein Wither-Skelett. Nein. Bitte jetzt nicht noch der Papa. Bitte jetzt nicht noch der Papa. Das wäre jetzt... Das kann nicht sein. Das darf nicht sein. Das darf und kann nicht sein, Leute. Oh, und der Zombie-Pigling kommt auch schon von links. Okay, jetzt muss er da durch. Oh, er weicht irgendwie aus. Irgendwer schafft das auszuweichen. Natürlich mit dem Baby-Zombie in der rechten Hand. Und jetzt rennen sie gemeinsam irgendwie weg. Bitte, lass. Bitte, bitte, wer hat nicht getroffen? Nein. Wurde er getroffen? Sag bitte, er wurde nicht getroffen. Nein, er wurde getroffen. Nein. Nicht noch der Letzte. Das kann doch nicht wahr sein. Nein. Und er muss ihn alleine lassen. Er hat keine Wahl gehabt, unser Baby-Zombie. Oh, Leute, Leute, Leute. Und jetzt hat er wieder Hunger. Wir halten fest, Mutter ist gestorben. Papa ist gestorben. Wolfi ist gestorben. Und jetzt sieht er dieses Schaf. Und muss wahrscheinlich dieses Schaf töten. Weil er muss ja irgendwie was essen. Er muss ja irgendwas essen. Oh nein, er schafft es nicht. Oh nein, und jetzt ist das Schaf auch noch sauer. Och, Leute, Leute, Leute. Nein, das Schaf wird ihn zerpflücken. Nein! Er ist einfach nicht dafür gemacht. Oh, er rennt gegen den Baum. Er ist einfach nicht dafür gemacht, Freunde. Das ist echt der reinste Wahnsinn. Na, was macht er? Er tut ihm gar nichts? Ich glaube, er versucht jetzt irgendwie verzweifelt mit dem Schwert zu angeln. Das wird er nicht hinbekommen. Doch, er schafft es. Er schafft es, einen Fisch zu angeln. Mit dem Schwert, indem er das Schwert auf diesen Fisch wirft. Jetzt macht er ein Feuer. Sieht zumindest so aus, ne? Wie so ein kleines Lagerfeuer. Brät den Fisch an und jetzt hat er was zu essen. Immerhin. Immerhin hat er das hinbekommen. Oh, Leute, Leute, Leute. Was eine Animation, ne? Jetzt ist es wieder Nacht. Wir sehen, der Fisch wurde aufgegessen. Nein, er hört irgendwelche Sounds. Zombie-Piglin schon wieder. Nein. Oh, er wischt sich die Tränen vom Gesicht weg und geht jetzt in den Kampf rein oder was? Wir beten alle gemeinsam, dass er es schafft, Leute. Nicht, er darf nicht sterben. Er darf nicht sterben. Leute, sie gehen in so einen Tempel rein. Was ist da in den Tempel los? Alle Zombie-Piglins gehen in diesen Tempel. Und jetzt will er sich wahrscheinlich auch reinschleichen. Ob das so eine gute Idee ist? Ich weiß ja nicht, Leute. Ich weiß ja wirklich nicht. Und? Da ist einfach eine Hexe am Start. Und diese Hexe wird angebetet von diesen ganzen Zombie-Piglins. Und unser Baby-Zombie will sich jetzt wahrscheinlich rächen. Oh, er hat doch keine Chance. Oder? Er schafft es, die Zombie-Piglins zu beseitigen, glaube ich. Oh, doch. Er schafft es. Aber wie geht's weiter? Wie geht's weiter? Oh! Die Hexe greift ihn jetzt an.
und wirft eine Kugel auf ihn, oder was? So eine Feuerkugel, oder was ist das? Nein, die beschwören was. Was beschwören die? Bestimmt die Eltern. Nein, die Eltern. Das sind die Eltern von ihm, aber als böse Variante, oder was? Nein, doch nicht. Die realisieren, glaube ich, dass das das Kind ist. Als ob. Also die Mutter zumindest. Oh Gott, und das sind wieder die Erinnerungen an das Kind. Boah, wie traurig, Leute. Wie traurig ist das denn? Und die Mutter lässt ihn... Was? Hat der Papa ihn geschlagen? Was? Nein. Was? Ich glaube, die erinnern sich doch irgendwie da dran. Was geht da ab? Was geht da ab? Ich glaube... Lol. Die Träne lässt ihn, glaube ich, zurückverwandeln. Oh ne, die Träne belebt diesen Zombie, glaube ich, wieder. Als ob. Und ist das jetzt das Happy End, oder was? Das wäre natürlich der Hammer. Ich glaube, die Höhle bricht ein. Weil die Hexe so gestampft hat. Lol. Die Steine sind auf die Hexe geflogen. Und alle sind natürlich wieder glücklich. Lasst doch gerne dafür ein Like da. Lasst ein Abo da. Checkt gerne jetzt noch meinen zweiten Kanal ab, wo weitere Minecraft-Animationen hochgeladen werden. Und ciao.